So, hallo und willkommen in einem neuen Schlachtfeld, welches mit dem Patch 5.3 auf die Live-Server gespielt wird. Also es kann eh nicht mehr allzu lange dauern. Und wir geben euch mal einen kurzen Einblick, wie das Schlachtfeld aussieht, was ihr zu beachten ist und wie ihr es in Ruhe runterspielen könnt, so dass ihr auch am Ende gewinnt. Das Video wird so wie unsere Szenarienvideos oder unsere LFR-Videos mit einer etwas erhöhten Geschwindigkeit abgespielt, da normal zum Game 15 Minuten dauert, bei uns dauert es 5, damit wir nicht zu viel von eurer Zeit verschwenden, sage ich mal, und damit ihr gleich einen schnellen Einblick kriegt, wie das Schlachtfeld aufgebaut ist und wo die wichtigen Punkte sind. Okay, wir sind hier nun mal gestartet. Wie ihr sehen könnt, ist es vom Aufbau her dem Arati-Becken sehr, sehr ähnlich. Also es gibt wieder drei Punkte, die ihr holen könnt, also zwei Minen und eine mittlere Mine, also insgesamt drei Minen, dass ihr die sind mit Flaggen markiert und wenn ihr diese praktisch tappt, also anklickt und die durchläuft, dann müsst ihr sie eine kurze Zeit lang halten, dann gehört sie zu euch und ihr müsst sie dann nur noch verteidigen gegen herannahende Spieler und verhindern, dass diese tappen. Also das ist ganz einfach hier, ihr müsst dabei einfach nur darauf achten, die Gegner, wenn sie zur Flagge laufen, sie zu interrupten, also dass sie praktisch nicht 10 Sekunden lang die Zeit haben, die Flagge durchzutappen. Es wäre jetzt hier von taktischen her am schlausten, das mit einer Taktik zu spielen, wie Arati-Becken gespielt wird, also ihr splittert eure Gruppe auf und versucht zwei Minen zu holen, um anschließend dann die dritte Mine zu bekommen und die Gegner ganz zurückzudrängen, oder wenn die Gegner sehr, sehr stark sind, dann versucht ihr zwei Minen zu holen und die zu halten, um dann eben mit den Punkten zu gewinnen. Wie ihr in der Mitte des Interface sehen könnt, werden einfach Punkte hochgezählt, bei 1600 habt ihr gewonnen und damit es nicht zu sehr wie, ähnelt wie dem Arati-Becken, gibt es ein paar kleinere Features, wie zum Beispiel könnt ihr von der gegnerischen Mine einen Minenwagen klauen und ihn in eure Basis bringen und damit erhaltet ihr dann Punkte. Also das ist so ein bisschen dann wie im Auge des Sturms, wenn ihr eine Flag holt und die zu einem Turm bringt, dann gibt es nochmal Punkte auf eurem Konto gutgeschrieben. Das wollte hier Blizzard ein bisschen mit reinmischen. Und daher ist es eben möglich zum Beispiel den Minenwagen der Gegner zu klauen und dann mit müsst ihr dann in eure Basis laufen und bekommt dann dafür die Punkte. Wie ihr sehen könnt, am Anfang kämpft oder sagen wir mal zum Anfang, formiert sich der gesamte Pulk an Gegner, besonders in dem Public Game mal um die mittlere Mine, da ihr von hier am einfachsten eure Minen supporten könnt. Daher ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr versucht, die zuerst zu bekommen, die Gegner hier abzuwehren und dann holt ihr euch eine zweite und dann könnt ihr schön mit den zwei Minen gegen die Gegner deffen. Also das geht sich dann im Prinzip ganz schön aus. Es sind 15 Spieler in dem PG, also ihr könnt die wieder als Heiler oder als DD anmelden, damit hier ein bisschen gewährleistet wird, dass auch Spieler im PG sind, welche heilen. Und somit dann nicht nur die Leute gleich wegsterben, sondern dass ihr auch ein bisschen einen ausgewogenen Raid, ist übertrieben, aber eine ausgewogene Gruppe habt, um den Gegnern gegenzuhalten. Und wie ihr sehen könnt, laufe ich mal kurz durch das Schlachtfeld, also es gibt hier ein paar sehr, also es ist optisch sieht das sehr, sehr gut aus, es gibt auch so eine, so wie hier diese Brücke, das ist jetzt vielleicht strategisch nicht der wichtigste Punkt, aber wenn ihr mal schnell durch PG wollt oder irgendwie Line of Sight ausnutzen oder von oben die Gegner zu attackieren, dann sind diese Punkte auf der Karte sehr, sehr nützlich. Es gibt auch bei jeder Mine gibt es noch so einen Tunnel daneben, wo ihr reinlaufen könnt. Also ich habe mir alle Tunnels angesehen. Es ist jetzt nichts Besonderes drin. Es gibt keine Abkürzung und sonstiges. Vielleicht ändert sich das dann später im Live-Server nochmal, dass hier irgendwas Bahnbrechendes hinzukommt. Aber momentan ist es einfach so, dass ihr hier nur ein paar Leute verstecken könnt. Und wenn ihr seht, es tappt ein Gegner die Flagge, dann lasst ihr diese einfach rauslaufen und praktisch die Gegner dann davon abhalten. So, das war's dann auch schon mit dem Einblick in die Tiefenwindschlucht. Und solltet ihr irgendwelche Fragen haben, stellt diese einfach in den Kommentaren und stellt sicher, dass ihr unseren Channel subscribt, damit ihr immer am neuesten seid, wenn wir ein neues Video hochladen oder sonstiges. Vielen Dank!